So, weiter geht's mit dem Hauf auf den Lukas. Und wieso drücke ich immer erstmal Start? Batsch, bam, ha. Prima ausgewichen. So, jetzt schnappen wir uns noch den hier. Aua, nein, ich wollte keine zwei. Ah, den erstmal weg, dann können wir auf den wieder drauf. Und schon habe ich wieder zu viele nervige Säcke, die mich hauen wollen. Zurück! Zurück! Ja, renn nur, Angsthase, renn nur. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen. Genau. Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Nur eine Fleischwunde. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Diebstahl. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ah, lernen, wie man Leute beklaut. Eine Kleinigkeit, die ich außerhalb dieser Stelle wahrscheinlich nie wieder einsetzen werde. Oh. Darf ich vorstellen? Federico Auditore, Beruf Schüler Adeliger. Geburtsjahr 1456. Federico ist Ezios älterer Bruder und der älteste Auditore. Im Alter von 19 trat er als Angestellter in den Dienst der Medici Bank. Den Protokollen der Bank zufolge hat er allerdings lieber Unfug gemacht, statt ordentlich zu arbeiten. Ein Eintrag beschrieb, dass im Detail am 17. September 1475 verschwand ein Beutel Goldflorin. Nachdem Panik in der Bank um sich gegriffen hatte, ging der ältere Auditore zu Francesco Sassetti und teilte ihm mit einem Lächeln mit, dass der Beutel auf dem Dach versteckt lag. Wenn er nicht der Sohn von Giovanni Auditore wäre, würde er mit Lorenz de Medici sprechen und ihm ins Lager stecken. Hm? Okay, es ist keine Überraschung, dass Federico kurz nach seinem 20. Geburtstag von der Gehaltsliste der Bank gestrichen wurde. Ja, ich werde die Sachen alle vorlesen, weil, ich weiß nicht, ich finde solche Sachen über Charaktere, die wirklich existiert haben, ziemlich interessant und ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Ich glaube, den Ezio-Eintrag habe ich schon, weil der ist auch ein ganz interessanter Eintrag. Und ich glaube, dass einige Assassin's Creed-Spieler mit Sicherheit keine Ahnung von dem Zeug haben, weil die das einfach an der Seite stehen lassen. Das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Yep, weg hier. Und noch. Und 100 Florin als Belohnung bekommen. Nett. Aber da haben wir unseren Questgeber. Also, Bruder. Bruder? Ah ja, sprechen. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Schlafen? Mit welchen Frauen, wenn ich mal fragen darf? Also auf zum Arzt. Da 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 da. Ja, das schnelle Laufen zum Klettern. Jetzt könnt ihr euch wohl vorstellen, warum der auf jeden Fall vom Affen Abstand stammt. Oder wenigstens von einem gebissen wurde. Da ist ja unser Arzt. Ben trovato, dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Sind nur Kratzer. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affortiti. Bisschen Seife. Das war's auch schon und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Passt. Hier lang. Ah. Mal. Okay, also anatomische Studien des menschlichen Körpers und die Druckerpresse hatten einen großen Einfluss auf die Medizin der Renaissance, die wiederum während des Mittelalters von der arabischen Medizin beeinflusst wurde. Im 15. Jahrhundert hat die Wissenschaft bereits damit begonnen, im Gesundheitswesen den Einfluss der Spiritualität abzulösen.
Zudem hielten viele Menschen weiterhin trotzig an alten Traditionen fest und suchten lieber lokale Mystiker als Ärzte auf. Nachdem die Pest Europa im Jahre 1348 heimgesucht hatte, kleideten sich viele Ärzte, um Patienten zu behalten, in einen besonderen Pestanzug. Um eine Ansteckung zu vermeiden, trugen sie einen gewachsenen Umhang und eine primitive, schnabelförmige Maske. Das heißt, die Ärzte sind damals wirklich so rumgerannt. Und 200 Herrliche Nacht. Allerdings. 200 Florin als... alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Ja, sie sind alle so schön, Ezio. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Genau. Ich bin schon auf dem Weg. Geschwisterrivalität. Rennen Sie mit gegen Federico ein Rennen. Dann auf drei. Eins. Uno. Due. Tre. Batsch, batsch. Der Kleine muss noch so viel lernen. Der Kleine ist wesentlich schneller auf der Kirche, als du es je sein wirst. Das war jetzt unbeabsichtigt, aber hey. Ich bin trotzdem immer noch wesentlich schneller auf der Kirche als er, also, Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Auf die Spitze des Turms. Da, 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 da. Das Spiel hat sowieso irgendwie total schöne Musik. Da, 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 da. Hat sie auch A gedrückt, um zu klettern. Und hier hätte ich jetzt mal meine Klappe. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Ich weiß nicht, dieser kurze Moment da oben ist irgendwie wunderschön, finde ich ihn. Ich weiß nicht, wieso. Wir leben ein gutes Leben, möge es sich niemals ändern. So, möge es uns nie ändern. Davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Warte. Was? Die Nacht ist noch so jung. Und da ist ein Fenster. Ezio. Lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nach. Schlafen? Wir lassen sie doch schlafen. Mit uns. Ja. Ah, wir haben noch ein paar Minuten. Wobei, Datenbanken, Menschen, ich glaube jetzt Ärzte, halt Kontakte. Genau, Ezio fehlt noch. Ezio Auditore, Geburtsjahr 1459, Beruf Schüler Adliger. Maria Auditore, eine der großen florentinischen Chrononisten und Mutter von Ezio, beschreibt ihren Sohn in einem Tagebucheintrag aus dem Jahre 1474 als wetteifernd, starkköpfig und großmäulig, jedoch so leidenschaftlich, dass es unmöglich ist, ihm für irgendetwas die Schuld zu geben. Beschwerden bei der Stadtwache von mehreren adligen Patrizieren lagen nahe, dass er dadurch auch ein Frauenheld war. Ezios Privatlehrer war der große Bankier Giovanni Tornabuoni. Doch seine Schuleinträge endeten, als Ezio im Alter von 17 Jahren mit einem schrecklichen Verbrechen in Verbindung gebracht wird. Anhand der Aufzeichnung ist es unmöglich festzustellen, um welches Verbrechen es sich handelt. Es steht nur wenig dazu geschrieben, doch danach verschwindet Ezio vollständig aus der Geschichte, so als hätte es ihm nie gegeben. Und genau aus diesem Grund eignet sich dieser Charakter perfekt als Hauptcharakter für das Spiel und dass das hier wirklich so hätte passieren können. Wobei ich nicht weiß, ob die Leute, die sterben, wirklich gestorben sind. Aber egal. Juhu! Halt. Stimmt, erstmal Karte erforschen, bevor ich mich umbringe. Karte aktualisiert. Auf nimmer Wiedersehen, du schöne Welt. Adios, amigos. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein.